Redner kommt aus Bayern, Stefan Mayer für die CSU-CDU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, der Einzelplan des Bundesinnenministeriums erfährt einen deutlichen Aufwuchs von diesem Jahr aufs nächste Jahr, von derzeit 7,8 Milliarden Euro auf 8,34 Milliarden Euro. Das ist eine Steigerung um knapp 7%. Kann sich aus meiner Sicht wirklich sehen lassen. Und das wird auch den gestiegenen Herausforderungen im Bereich der Innenpolitik auf jeden Fall gerecht. Der Löwenanteil im Haushalt des Bundesinnenministeriums entfällt auf die innere Sicherheit. Insgesamt 4,67 Milliarden Euro, davon allein 3,1 Milliarden Euro für die Bundespolizei. Auch das ist ein klares Signal, dass das Bundesinnenministerium hier die innere Sicherheit stärkt und auch weiß, was wir an der Bundespolizei haben. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ein schwarzer Juli hinter uns liegt. Wir hatten eine Anschlagsserie, ich darf es nur noch mal kurz darstellen, am 14. Juli in Nizza mit 84 Toten, über 300 Verletzten, nur 4 Tage später in Würzburg in einem Regionalzug ein Anschlag mit einer Axt, 5 Verletzte, davon 4 Schwerverletzte, wiederum nur 4 Tage später der schon erwähnte schreckliche Amoklauf in München mit 9 Toten, die meisten davon Jugendliche und Kinder. Auch wiederum nur 2 Tage später, am 24. Juli, der Anschlag eines Islamisten in Ansbach mit 15 Verletzten. Und nicht zu vergessen, nur 2 Tage später, am 26. Juli, wurde ein katholischer Pfarrer in Rouen in der Normandie auf bestialische Weise von Islamisten umgebracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das sind natürlich nicht die ersten Anschläge, die wir in Deutschland und die wir in Europa erleben. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass insbesondere diese Anschlagsserie in so kurzer Zeit der Bevölkerung in Deutschland deutlich ins Bewusstsein gebracht hat, wie fragil auch innere Sicherheit sein kann. Ich möchte deutlich betonen, Deutschland ist ein sicheres Land. Deutschland gehört zu den sichersten Ländern auf der Welt. Aber wir können, glaube ich, nicht umhin einzugestehen, dass natürlich insbesondere diese jüngste Anschlagsserie auch Auswirkungen hat auf unser tagtägliches Leben. Es gibt erhöhte Sicherheitskonzepte bei öffentlichen Veranstaltungen, bei Konzerten, bei Volksfesten werden Zäune errichtet, werden Rucksackkontrollen durchgeführt, teilweise Rucksackverbote ausgesprochen. Also wir erleben sehr wohl, dass allein schon durch diese Anschlagsserie im Juli es konkrete Auswirkungen auch auf das subjektive Sicherheitsgefühl bei uns im Land gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und ich bin dem Bundesinnenminister sehr dankbar, dass er sehr besonnen und verantwortungsbewusst auf diese Anschlagsserie reagiert hat. Und ich möchte auch eines in aller Deutlichkeit sagen, ich verwahre mich für die CDU und CSU in Entschiedenheit gegen den Vorwurf, dass wir hier Panikmache betreiben würden, dass wir hier Angstmacherei betreiben würden und dass wir hier dem Populismus zum Vorschub verhelfen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich könnte es auch, es haben ja einige Kollegen darüber gesprochen, was sie im Sommer beschwert hat. Das ist ja so eine gewisse Aufarbeitung jetzt auch von einigen Traumata. Ich könnte jetzt auch lang darüber ausführen, wie mich manche Einlassung verstört hat. Zum Beispiel die Einlassung der Vorsitzenden des Rechtsausschusses im Deutschen Bundestag nach der Amok-Tat in Würzburg, als Sie, Frau Kollegin Künast, hier wohlfeil und naseweis doziert haben, warum man den Attentäter, den nicht kampfunfähig gemacht hat, warum er erschossen wurde. Mit solchen Einlassungen, da verstören Sie vor allem die Bevölkerung und da verstören Sie vor allem die Sicherheitsbehörden und die Polizeibeamten. Das war in jeder Weise unqualifiziert. Herr Mayer, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Herrn Tempel? Ja, selbstverständlich, gut, sehr gerne. Dankeschön. Ja, dankeschön, Herr Kollege Mayer. Wir arbeiten ja im Innenausschuss recht kommunikativ zusammen. Deswegen möchte ich gerne mal eine Bemerkung, die Sie gerade machen, genauer hinterfragen. Sie sagen, Sie verwahren sich vor dem Vorwurf, dass CDU, CSU an einer Unsicherheitsdebatte teilgenommen hätten, diese verschärft hätten, wenn ich es richtig verstanden habe. Wir haben in der Sommerpause unter anderem das Thema Hamsterkäufe thematisiert, als ein Zivilverteidigungskonzept vorgestellt wurde, ein Konzept, was eigentlich mehr Fragestellungen aufgeworfen hat, Hausaufgaben wie Lebensmittelbevorratung und Ähnliches der Bundesregierung nicht beantwortet hat, aber doch zumindest, was aus dem Katastrophenschutz ja eigentlich ein alter Hut ist, die Bevorratung von Lebensmitteln in den privaten Haushalten angesprochen hat. Wenn Sie die Debatte mitbekommen haben, in welchem Zeitraum das Ganze gesetzt wurde,
Einfach mal die Reaktion. Das Einzelne, das Einige, was gesetzt wurde durch eine öffentliche Verlautbarung und die Reaktion in der Bevölkerung, was das hervorgerufen hat. Es wurde nicht über Hochwassersituationen gesprochen. Es wurde nicht über einen Stromausfall gesprochen. Die Bevölkerung hat in vielen, vielen Diskussionen, das hat man auch in Radio-Live-Sendungen durchaus mitbekommen, über Angriffsszenarien gesprochen. Es hat eine Unsicherheitsdebatte ausgelöst. Bekommen Sie solche normalen Reaktionen der Bevölkerung, mit die man in vielen, vielen Zuschauerfragen und ähnlichen in Online-Medien, in Rundfunkmedien immer wieder mitbekommen hat. Bekommen Sie solche Reaktionen der Bevölkerung eigentlich noch mit, wenn Sie sagen, dass Sie zum Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung nicht beigetragen hätten im Sommer? Ich danke Ihnen, sehr geehrter Herr Kollege Tempel, für die Frage, weil sie mir Gelegenheit gibt, exemplarisch, wie gerade eben auch der Kollege Binninger, anhand des Themas Zivilschutzkonzept mal darzulegen, wie eine vollkommen normale sachliche Debatte von Ihnen als Oppositionspolitiker vollkommen unnötig überhöht wird. Das letzte Zivilschutzkonzept stammte aus dem Jahr 2001. Es war vollkommen richtig und sachgerecht, dass dieses überaltete Zivilschutzkonzept fortgeschrieben wurde. Dieses Zivilschutzkonzept, das die Bundesregierung jetzt vorgelegt hat, umfasst über 80 Seiten. Und dann steht da unter anderem neben vielen anderen Punkten auch mit drin, dass es durchaus auch sachgerecht ist, dass jeder Privathaushalt, jeder Einzelne auch eine gewisse Eigenvorsorge betreibt. Weil der Staat natürlich in der Verantwortung ist, auch vor allem im Katastrophenfall der Bevölkerung zur Hilfe zu eilen. Aber letzten Endes hat auch jeder einzelne Privathaushalt die Verpflichtung, eine gewisse Eigenvorsorge, auch eine Eigenbevorratung auch vorzunehmen. Also eine vollkommen normale, sachliche Debatte. Und die wurde von Oppositionspolitikern auf perfide und ich sage unverantwortungsbewusste Weise vollkommen unnötigerweise überhöht, indem dann von Hamsterkäufen oder dem Erfordernis von Hamsterkäufen philosophiert wurde. Das ist in keiner Weise sachgerecht. Und es ist doch vollkommen richtig, dass sich die Bundesregierung in regelmäßigen Abständen auch mit der Frage auseinandersetzt, wo müssen wir an der einen oder anderen Stelle auch im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz nachjustieren. Ich sage das hier auch ganz offen, ich würde auch gerne als jemand, der sich leidenschaftlich auch für die Belange des Technischen Hilfswerks einsetzt, auch gerne in der Öffentlichkeit, gerne auch in den Sommermonaten intensiver darüber debattieren, was wir denn in Deutschland auch noch machen müssen, um ehrenamtliches Engagement im Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, bei den Feuerwehren, beim THW, bei den Rettungsdiensten zu verbessern. Aber leider, meine lieben Kollegen von der Opposition, haben Sie nicht das Thema Bevölkerungs- und Katastrophenschutz gewählt, sondern Sie haben sich in Elogen über das Erfordernis von Hamsterkäufen eingelassen. Und das war aus meiner Sicht unverantwortlich und vollkommen überzogen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir haben deshalb auch besonnen und verantwortungsbewusst reagiert auf diese durchaus zugespitzte Bedrohungssituation, weil wir nicht untätig waren in der Vergangenheit. Es wäre aus meiner Sicht falsch, den Eindruck zu vermitteln, wir beginnen erst jetzt im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus. Es ist gerade in dieser Legislaturperiode außerordentlich viel geschehen, gerade jüngst durch die Verabschiedung des Antiterrorpakets, aber auch schon davor, indem die Strafbarkeit für geplante Ausreisen von Dschihadisten wesentlich frühzeitiger auch schon unter Strafe gestellt wurde, indem wir die Terrorismusfinanzierung stärker unter Strafe stellen, indem wir die Möglichkeit schaffen, dass ausreisewillige Dschihadisten ihnen der Pass oder der Personalausweis entzogen wird. Wir haben die Zusammenarbeit von den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder verbessert. Wir haben das Terrorismusbekämpfungsgesetz um weitere 5 Jahre verlängert und insbesondere auch die Kommunikationswege von Terroristen, von potenziellen Terroristen auch besser aufspüren zu können. Wir haben zumindest in einer kleinen Form die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt. Auch dies ist sachgerecht und ich sage hier auch an dieser Stelle, wir müssen, glaube ich, gerade auch im Lichte der aktuellen Bedrohungssituation uns intensiv Gedanken machen, ob wir nicht auch den Verfassungsschutzbehörden in bestimmten Fällen den Zugriff auf die Verbindungsdaten ermöglichen sollen und müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin dem Bundesinnenminister vor allem auch dafür sehr dankbar, dass er mit einem großen Aufschlag auch deutlich gemacht hat, dass es der CDU-Bundesinnenminister ist, der für eine deutliche personelle bessere Ausstattung der Sicherheitsbehörden steht. Ich bin Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesminister, dankbar, dass Sie am vergangenen Donnerstag angekündigt haben, dass es zu den ohnehin schon sehr ansehnlichen personellen Aufstockungen bei den Sicherheitsbehörden weitere 3.250 Stellen bei der Bundespolizei gibt. Das ist ein Signal. Ich darf das an dieser Stelle auch sagen. Auch diese Rückmeldungen habe ich bekommen, die in der Bundespolizei außerordentlich dankbar und erfreulich angenommen werden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, das kann sich schon sehen lassen, dass wir allein zwischen 2016 und 2020 über 7.000 zusätzliche Stellen bei der Bundespolizei schaffen. Das ist immerhin 20% der Gesamtbelegschaft der Bundespolizei, die hier noch mal oben mit draufkommt. Und ich sage das hier auch ohne Aktionismus und ohne mit dem Finger auf andere zu deuten. Aber trotzdem, da könnten sich schon manche Bundesländer auch mal eine Scheibe abschneiden. Und wir brauchen, und das darf ich an dieser Stelle auch sagen, keinen Nachhilfeunterricht von Oppositionsfraktionen und auch keinen Nachhilfeunterricht von unserem Koalitionspartner. Taktgeber im Bereich der inneren Sicherheit ist die CDU und CSU. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Wohnungseinbruchskriminalität wurde schon erwähnt. Das ist natürlich gerade, was das subjektive Sicherheitsgefühl anbelangt, ein Thema, das die Menschen in außerordentlicher Weise beschwert. Alle 3 Minuten wird im Durchschnitt in Deutschland in eine Wohnung oder in ein Haus eingebrochen. Ich bin sehr dankbar, dass es ermöglicht wurde, dass wir das Präventionsprogramm, das über die Kreditanstalt für Wiederaufbau abgewickelt wird, vom Volumen her deutlich erweitert wird, dass hier von nun an 50 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung stehen. Und ich bin auch der Auffassung, dass es dringend erforderlich ist, dass wir den Wohnungseinbruchsdiebstahl zu einem Verbrechen erheben, um dann auch die Möglichkeit zu eröffnen, dass in diesem Fall auch auf die Verbindungsdaten oder zugegriffen wird oder auch Telekommunikationsüberwachungen angeordnet werden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber natürlich ist das dominierende Thema in Deutschland, das hat nicht zuletzt erst der vergangene Sonntag gezeigt, die Flüchtlingskrise. Und auch hier möchte ich noch mal betonen, wir haben bereits sehr vieles getan. Wir haben sehr vieles erfolgreich ins Werk gesetzt, um den massenhaften Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland deutlich zurückzufahren. Es kommen täglich nur noch zwischen 100 und 200 Flüchtlinge in unser Land. Diese werden auch schnell und umgehend und umfassend registriert. Sie bekommen einen Flüchtlingsausweis ausgereicht. Wir haben ein Integrationsgesetz verabschiedet, das wirklich auch den Duktus des Förderns, aber auch des Forderns beinhaltet. Und ich darf an der Stelle auch noch mal sagen, Frau Kollegin Jelbke, weil Sie so kritisch hinterfragt haben, es gibt zu wenig Geld für Integrationskurse. Wir haben allein vom letzten Jahr auf dieses Jahr hin die Mittel im Bundeshaushalt für Integrations- und Sprachkurse mehr als verdoppelt. Und zu dem ohnehin jetzt schon sehr ansehnlichen Titel von 560 Millionen Euro kommen im Haushaltsentwurf 2017 noch mal 10% obendrauf. Ich glaube, das kann sich wirklich sehen lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin auch dem Bundesinnenminister sehr dankbar, dass er auch in seinem Vorschlagskatalog vom August dieses Jahres deutlich gemacht hat, dass wir in Zukunft noch stärker differenzieren müssen bei den ausreisepflichtigen Ausländern zwischen denen, deren Ausreise aus selbstverschuldeten Gründen nicht möglich ist und denen, die aus unverschuldeten Gründen unser Land nicht verlassen können. Es ist deshalb richtig, dass wir hier auch den Duldungstatbestand nur auf diese Personen erstrecken, die aus nicht verschuldeten, eigenverschuldeten Gründen nicht abgeschoben werden können. Auch hier bedarf es aus meiner Sicht einer entsprechenden Änderung des Aufenthaltsgesetzes. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss nur noch eine kurze Bemerkung zu einem Thema, das gerade auch im Kontext der CSU jetzt auch immer wieder hier auch vorgetragen wurde, das Thema Vollverschleierung. Keiner, niemand hat behauptet in der Union, dass das Verbot einer Vollverschleierung im Kontext steht zu einer Erhöhung der Sicherheit in Deutschland. Aber, und das muss man an der Stelle eben auch mit dazu sagen, es geht schon auch um den Umgang mit uns selbst und es geht auch darum, welche Ansprüche wir an nach Deutschland kommende Ausländer richten. Und wenn sich jemand voll verschleiert im öffentlichen Raum, bei Gericht, in der Schule, im Straßenverkehr, dann entspricht dies aus meiner Sicht nicht den Anforderungen in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da heißt es, Gesicht zu zeigen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Vollverschleierung der Frau ein Integrationshemmnis ist, dass sie der Bildung von Parallelgesellschaften Vorschub leistet und dass sie deshalb aus meiner Sicht auch abzulehnen ist, zumindest im öffentlichen Raum. Wir werden nachdrücklich dafür eintreten, dies entsprechend auch jetzt ins Werk zu setzen. Aus meiner Sicht ist dies ein ganz entscheidender Herr Punkt, nicht in sicherheitspolitischer Hinsicht, sondern in gesellschaftspolitischer Hinsicht. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan Mayer.